die besten Preise zu den besten Games von diversen Publishern zusammengefasst auf einer Seite. Gehe jetzt auf www.instantgaming.com. Darüber hinaus sind diverse Hirnfunktionen noch immer gestört. Die neuralen Impulse wurden zum Neuralprozessor umgeleitet. Eine vorübergehende Maßnahme. Wann erhalte ich den vollständigen Bericht? Ich werde ihn Ende der Woche schicken. Nochmals, Gratulation zum Erfolg. Auf Wiedersehen. Was? Bereiten Sie das Zimmer der Patientin vor. Wo? Was? Wo ist Johnny? Sämtliche Engramme des Konstrukts wurden entfernt. Der Wahnsinn ist vorbei. Heißt? Er wurde wie vereinbart geschreddert. Ich habe ein paar Gedächtnislücken. Wie bin ich hergekommen? Einige Erinnerungen sind unwiderruflich verloren. Andere kehren im Laufe der Zeit zurück. Bleiben Sie ruhig. Ihr Neuralprozessor ist überfordert. Unnötige Stressreaktionen verschlimmern die Situation nur. Ich bin am Leben. Ich bin wirklich am Leben. Es hat geklappt. Das wissen wir nicht mit Sicherheit, bis die Tests abgeschlossen sind. Ich will raus. Bitte begleiten Sie die Patientin raus. Ja, mal gucken. Ob wirklich alles so... Notizen. ...in Ordnung ist. Der weitere Verlauf ist schwer einzuschätzen. Die Entfernung der Tumore war eine schwierige Aufgabe. Doch die Operation am Engramm war die eigentliche Herausforderung. Gameby! Ist das Schiff Theseus, zerlegt in seine Einzelteile und wieder zusammengefügt, dasselbe Schiff? Wir sind Pioniere, die erstmals geistige siamesische Zwillinge getrennt haben. Ja. Bin ich in Kyoto? Letztendlich kann sogar die menschliche Seele operiert werden. Und hier den Ruf des Kuckucks. Sehnt's mich nach Kyoto. Ruhen Sie sich aus. Die Ärztin wird gleich bei Ihnen sein. Okay. Schau mal lieber nicht in den Spiegel. Ach doch, komm für den Fun. Hier gibt es wieder ein paar Buggies, aber ich will nur gucken, ob ich selbst bin. Okay, das sieht lustig aus. In OBS seht ihr gerade ein doppeltes Bild zum einen. Okay, what the... Bei mir sehe ich gerade nicht, dass ich lila Haare habe. Zum einen. Zum anderen sind die Haare, also hier, da könnt ihr es sehen an der Seite. Die sind auf der anderen Seite. Und ich bin mir sicher, so wie ihr es gerade seht, also das rechte Bild in der Ecke, ist das richtige Bild, so wie ich eigentlich aussehen sollte. Und das da bin nicht ich. Die Haare sind andersrum. Okay, die Haare kann man ja, ist ja nicht so schlimm, aber auch. Komm her. Ich warte auf dich. What? What the? Wait. Komm schon! Johnny? What the? Warum sind wir im Weltall? WNS News hat
soeben eine Eilmeldung erreicht. Saburo Arasaka ist von den Toten auferstanden und lebt, wenn auch im Körper seines Sohnes. Oh. Der CEO wurde vor über einem Monat für tot erklärt. Jedoch wurde bereits vor seinem Ableben eine Kopie seines Bewusstseins erstellt. Offenbar wurde es verwendet, um das Bewusstsein seines Sohnes und Nachfolger Yorinobu Arasaka zu ersetzen. Diese schockierende Entwicklung wurde zuvor in einer Pressekonferenz enthüllt. Yokoso, minasan, sofu wa yoku. Kare ochita hana wa eda ni modoranai to itte imashita. Hito wa dare mo monogokoro tsuita shukkan kara shi o osoreru mono desu. Tsui ni 人類最大の恐怖が克服されました。私、サブロー・アラサカは今息子の体を使い皆さんの前に立っています。私はかつてヨリノブに生を与えました。彼は愛する父のためにそれを返してくれたのです。私のいない間、ヨリノブは 会社を変革しようといくつかの決定を下しましたが、これらは過ちでした。私の指揮のもと、アラサカ社は元の姿を取り戻します。決して揺らぐことのない強いアラサカが帰ってくることを約束いたします。ご清聴ありがとうございました。 Heute ist ein wirklich historischer Tag, denn heute hat die Technologie das leere Versprechen der Religion endlich erfüllt. Saburo-sama, Makoto ni... Bitte machen Sie sich fertig, die Tests beginnen bald. Kein guten Morgen, kein ich habe gute Nachrichten für Sie. Wir müssen heute eine Reihe an Tests durchführen. Behindern Sie den Ablauf bitte nicht. Parietallappenuntersuchung. Benutzen Sie Ihren Kiroshi-Scanner und lesen Sie den angezeigten Text ab. Und es war faszinierend zu beobachten, sagte er, wie eine Seele ihren Lebensweg wählt. Zuweilen bemitleidenswert, zuweilen lächerlich, zuweilen wundervoll und seltsam. Das reicht. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Verlinken Sie sich mit dem Gerät. Meta-Bewusstseinsbildung. Initiiere Test. Die Patientin ist bereit für die Untersuchung. Was sollen diese Tests eigentlich testen? Initiiere Gerätskalibrierung. Antworten Sie auf die Stichwörter mit dem ersten Wort, das Ihnen einfällt, ohne nachzudenken. Mhm. Reise. Reise? Freiheit. Zuhause. Weiß nicht. Feind. Der Tod. Tod. Prinzipien. Johnny. Verrat. Die Stadt. Keine Ahnung. Ich hasse das, wenn ich mich Sie so... Sie sind in einem Maisfeld. Hohe grüne Pflanzen, soweit das Auge reicht. Das Sonnenlicht ist grell und blendet. Die Maispflanzen teilen sich, während sie voranschreiten. Sie erreichen eine Lichtung, die von einem Mähdrescher hinterlassen wurde. Wofür ist dieser Test überhaupt? Zum Überprüfen ihres Mitgefühls. Ihr Mund ist trocken und klebrig von der Hitze. Zu ihren Füßen ist ein Nest. Die Maschine hat den weichen Boden aufgewühlt. Sie entdecken blinde, neugeborene Feldmäuse um das Muttertier. Die Maschine hat sie in zwei geteilt.
Die Tiere liegen in perfekter Symmetrie, wie eine winzige Blume. Ihr Mund wird wässrig. Was stimmt nicht mit mir? Ein Schatten breitet sich langsam auf dem Boden aus. Die erste Regenwolke des Jahres. Ja, gut. Messungen abgeschlossen. Wie habe ich mich geschlagen? Das werden wir sehen. Motorischer Funktionstest. Betreten Sie das Laufband. Motorischer Funktionstest. Verbinden Sie sich mit dem Gerät. Worum geht's bei diesem Test? Gehen Sie? Werden Sie allmählich schneller? Wie schlage ich mich? Kontrollieren Sie Ihre Atmung. Um 3 Stufen beschleunigen. Zu viel. War überlastend. Steh auf. Hier kannst du nicht bleiben. Jackie. Willkommen bei den N54 News. Ich bin Gillian Jordan. Die Welt steht immer noch unter Schock, nachdem bekannt wurde, dass Saburo Arasaka von den Toten wiederauferstanden ist, im Körper seines Sohnes, Yorinobu Arasaka. Ein offener Protestbrief, der sich gegen diese Wiederauferstehung ausspricht, wurde sowohl von diversen religiösen Führern als auch Menschenrechtsorganisationen und Virtu 100 signiert. Das ist eine Abscheulichkeit, die einer ungehinderten Eitelkeit, technokratischer Arroganz, dem völligen Verfall der Moral entspringt. Unsere Position ist klar. Saburo Arasakas menschenverachtende Machtübernahme verletzt internationales Recht. In so einem Fall ist ein Schiedsverfahren absolut notwendig, um bei... Wollen wir wirklich in einer Welt leben, in der die Reichen und Mächtigen unsterblich werden können? In der sie weiterhin von den Ärmsten der Armen profitieren, ihnen ihre Lebensgrundlage und auch ihre Körper... Spiel nicht Gott! Spiel nicht Gott! Spiel nicht Gott! Spiel nicht Gott! Doch Saburo Arasakas Antwort auf die anhaltenden Proteste spricht eine ähnliche Sprache. Es gibt keine Beschwichtigungspolitik.私が息子を殺めたなどという主張は事実無根。法的根拠もありません。合意の上での身体の譲与は一種の寄付に分類することができ、殺人には肯定値しません。殺人の条件は生物学的な死です。見ての通り、この体。 Bitte machen Sie sich fertig. Die Tests beginnen bald. Gibt's schon Ergebnisse der letzten Tests? Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir beginnen heute eine neue Reihe an Tests. Von mir aus. Na los, bringen wir es hinter uns. Ja. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Start
Verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Meta-Bewusstseinsbildung. Initiiere Test. Die Patientin ist bereit für die Untersuchung. Warum kann ich den Scheißwürfel nicht lösen? Das versuchen wir herauszufinden. Fangen wir schon an. Gerätskalibrierung. Antworten Sie auf die Stichwörter mit Ihrer ersten Assoziation. So schnell wie möglich, ohne zu denken, schon klar. Krankheit. Tod. Rebellion. Johnny. Ich selbst. Transformation. Die Gegenwart. Eine Lehre. Die Zukunft. Tod. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da... Ich will dafür Zeit haben. Sie sind in einem Maisfeld. Ja. Hohe, grüne Pflanzen. Ja, kennen wir das schon. Das Sonnenlicht. Ja, kennen wir schon. Sie erreichen... Ja, kennen wir schon. Ihr Mund ist trocken und klebrig von der Hitze. Zu ihren Füßen ist ein Nest. Die Maschine hat den weichen Boden aufgewühlt. Sie entdecken blinde, neugeborene Feldmäuse um das Muttertier. Die Tiere liegen in perfekter Symmetrie. Ein Schatten breitet sich langsam auf dem Boden aus. Die erste Regenwolke des Jahres. Messungen abgeschlossen. Wir fahren nun mit dem motorischen Funktionstest fort. Bitte betreten Sie das Laufband. Motorischer Funktionstest. Direct Link. Muss das letzte Mal mit Bravour bestanden haben, hm? Langsam gehen. Soweit nicht schlecht, hm? Etwas schneller. Um 3 Stufen beschleunigen. Ich schaff's nicht. Bank anhalten. Muss aufhören. Ende der heutigen Tests. Kommunikation wurde freigeschaltet. Sie können nun Telefongespräche tätigen. Zur Erde. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Ich hab's mir schon gedacht, wir sind in dieser Station hier oben. Ja. Ich hab's mir schon gedacht. Weltraumstation, ja. Hallo? Na endlich, wie? Verdammt, ich versuche schon seit Tagen, dich zu erreichen. War beschäftigt. Eine Menge los bei mir. Was zum Teufel ist los? Hab den Chip aus dem Kopf bekommen. Nein. Echt? Machst du Witze? Nein. Hatte gerade den Eingriff. Geht mir noch nicht so gut. Wo bist du? Auf einer Orbitstation von Arasaka. Oh, ich glaub, mir wird schlecht. Wie, du Idiotin? Komm zurück zur Erde. Sofort. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Egal wo. Scheiße, wie? Ich dachte, du bist tot.
Ich weiß nicht, was ich mache, wenn du nicht mehr da bist. Ich will dich so gerne wiedersehen. Okay, ich leg jetzt auf. Und ich will dich in ein paar Stunden wieder hier auf der Erde sehen. Nein, sofort. Wen hätten wir denn noch? Carrie? Ach, die alle. Hey. Hey, wie? Das Finale von Kleine Fette Konzernratten kommt gleich. Ich ruf dich später zurück, okay? Okay, schon gut. Viel Spaß. Danke, bis dann. Hey. Hey. Wow, die Stimme habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Hör mal, ich sitze in einem Drecksloch fest. Ist so richtig scheiße. Dann verlass das Drecksloch. Komm nach Hause. So leicht ist das nicht. Leicht ist ein gutes Wort. Manchmal richtig wundervoll. Solltest du öfter mal sagen. Sorry, Mitch rastet gleich aus. Ich muss dich zurückrufen. Hey. Randy, lass den verdammten Hund in Ruhe, habe ich gesagt. Wow, lange nicht gehört, wie. Hab ziemliche Scheiße durchgemacht. Viel passiert. Was war los? Ist du okay? Bin den Biochip los. Ist raus aus meinem Kopf. Sind das gute oder schlechte Nachrichten? Weiß ich noch nicht. Hatte gerade erst den Eingriff. Randy, geh raus, verdammt! In welchem Krankenhaus bist du? In keinem. Bin auf einer Arasaka Orbit-Station. Sag mir, auf welcher. Ich fliege hoch und hol dich zurück. Ich bin so froh, dass ich dich hab. Ja, schön. Und ich will dich nicht verlieren. Also pass auf dich auf, bis ich ankomme. Wie geht's Joss und den Kindern? Und ist Randy wieder da? Ja, er ist zurück. Alles in Ordnung. Ich muss jetzt auflegen, wie. Ich finde dich, hast du gehört? Okay, ich nehme dich beim Wort. Victor. Wie geht's? Hey, das würde ich dich gern fragen. Ehrlich gesagt ging's mir schon besser. Was soll ich da aus der Ferne tun? Übers Telefon? Ich wollte nur reden, Vic. Komm, du kennst mich lang genug. Ich bin nicht gut mit sowas. Und Misty ist nicht in der Stadt. Was soll ich denn bloß tun? Dich zusammenreißen und selbst entscheiden? Du hast mir und dir selbst bewiesen, dass du das kannst. Danke für den Rat, Vic. Klingt nach einem Plan. Irgendwie ist das wirklich ein Kackende. Wir werden wahrscheinlich nur ausgenutzt und als Testsubjekt missbraucht und keine Ahnung. Kein gutes Ende. Ich wäre jetzt endlich mal froh, wenn dieser Kack aufhören würde. Nächsten Tests. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Mehrere Experten und Analysten warnten vor der drohenden Möglichkeit eines bewaffneten Konflikts.
Die Spannungen spitzten sich zu, als Erbe Yorinobu Arasaka die Führung nach dem Tod seines Vaters Saburo Arasaka übernahm und Militech beschuldigte, diesen ermordet zu haben. Allerdings trat nach der Rückkehr von Saburo Arasaka ein unerwarteter Sinneswandel ein und die Situation zwischen den rivalisierenden Konzernen scheint entschärft. Keizoku wa chikara nai. Arasaka sha no kihon rinnen desu. Musuko wa Yorinobu wa kono kotoba wo wasure. Asette henka wo motome sugimashita. Watashi ga teki mikata ryousha ni toki tsuzukete kita kyoukun. Kanpeki na mono wo kaeru hitsuyou wa nai. Kore ga shinri nano desu. Ijou tonarimasu. Saburo Arasaka und NUSA-Präsidentin Myers stimmten einem persönlichen Treffen zu, um das Fundament für einen dauerhaften Frieden zu legen. Der erste Schritt des guten Willens wurde heute unternommen, indem der Arasaka-CEO 15 bewaffnete Fahrzeuge der konzerneigenen Aka-Ashi-Reihe. Hey, sag mal, diese Tests, dauern die noch lange? Wir brauchen verlässliche Werte. Ich halte das nicht mehr aus. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Ja. Bitte aufrichten. Antworten Sie auf die Stichwörter mit dem ersten Wort, das Ihnen einfällt, ohne nachzudenken. Loyalität. Keine Ahnung. Antworten Sie auf die Stichwörter mit der ersten Sache, die Ihnen in den Kopf kommt. So schnell wie möglich, ohne nachzudenken, ja. Menschheit. Genug. Keine Tests mehr. Ich hab die Schnauze voll. Betreten Sie das Laufband. Nein. Ich weigere mich. So schnell wie möglich, ohne darüber nachzudenken. Wie? Hanako Arasaka. Ich will mit ihr reden, sofort. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Nein, verdammt, es reicht! Ich hab genug, ich hasse diesen Scheißort! Hier umwerfen. Fuck! Ja, ich hab's mir schon gedacht. Du siehst genauso aus wie damals, als ich dich auf der Müllhalde gefunden habe. Steh auf. Takemura, hey. Takemura? Was machst du hier? Ich muss etwas mit dir besprechen. Was für ein furchtbarer Ort. Kein Wunder, dass du den Verstand verlierst. Bist du extra hergekommen, um mich nach Hause zu bringen? Mir wurde gesagt, ich soll mit dir reden. Was genau sollst du mir denn sagen?
Es sind leider keine guten Nachrichten. Es ist so, die Operation hat nicht geholfen. Du wirst noch vor dem Winter sterben. Das kann doch nicht sein. Arasaka hat die besten Wissenschaftler der Welt. Nun, die Operation selbst war erfolgreich. Aber die Schäden, die der Biochip verursacht hat, sind irreversibel. Sogar für Konzernneurochirurgen. Das ist Arasaka, verdammte Scheiße. Die müssen eine Lösung finden. Du musst die Wahrheit akzeptieren und mir dann zuhören. Es gibt Optionen. Wovon redest du? Ich hab dir schon mal vertraut. Und das habe ich jetzt davon. Hanako Arasaka hat genehmigt, dass du Teil des Sichere deine Seele-Programms wirst. Du lässt deinen Körper zurück und Arasaka speichert dein Engramm in Mikoshi, bis man dich in einen neuen Körper transplantieren kann. Mikoshi? Warum nicht gleich ein neuer Körper? Laut aktuellem Stand der Wissenschaft ist das nicht möglich. Für Saburo Arasaka war es doch auch möglich. Er wurde in den Körper seines Sohns eingesetzt. Gewebeverträglichkeit hilft. Aber dein Phänotyp ist wegen des Chips einzigartig. Arasaka kann dir derzeit keinen geeigneten Körper anbieten. Nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Wenn ich zustimme, können die doch alles mit mir machen. Das können sie auch jetzt schon. Ein Vertrag wird dich beschützen. Wenn du ihn unterschreibst, überlebst du. Hier steht, dass du all deine Rechte aufgibst, aber mach dir keine Sorgen. Das Gesetz ist veraltet. Ein Engram ist aus juristischer Sicht keine Person. Also bin ich erstmal Konzernbesitz? So wie viele Brandon-Stars und Politiker. Das Programm ist ein großer Erfolg. Es gab bislang keinerlei Beschwerden. Und wenn ich Nein sage? Das hier ist kein Gefängnis. Du kannst einfach nach Night City zurückkehren. An deiner Stelle würde ich unterschreiben. Aber die Entscheidung liegt ganz bei dir. Triff eine endgültige Entscheidung. Kann ich speichern? Natürlich kann ich nicht speichern. Ich würde nämlich gerne beides sehen. Aber da wir das... stets zu seinem Wort. Immer. Aber da wir das schon mal gemacht haben... Also ich würde gerne sehen, wie wir zur Erde zurückkehren. Das würde ich eigentlich gerne sehen. Aber ich kann auch kein Quicksave machen. Ich nehme das. Warum? Weil... Ich will nicht sterben. Eine gute Entscheidung. Die Engramm-Station ist vorbereitet. Wir sollten nicht warten, bis dein Zustand sich verschlimmert. Werden wir uns wiedersehen? Ich denke schon. Dann, wir sehen uns. Besuch mich mal in Miyagi. Dann zeige ich dir richtiges Essen. Hey, wie heißt du? Hajime. Darf ich dich was fragen, Hajime? Was würdest du jemandem sagen, der ins Gefängnis seines größten Feindes spaziert, um sein Leben zu retten? Ich würde sagen, gut. Aber vergiss nie, wie du nach Hause kommst. Sich Arasaka ergeben. Tja. Das war's.
definitiv das schlechteste Ende. Der Weltall. Können wir das noch sehen, wie wir einen neuen Körper bekommen, bitte? Das war's. Ist die Aussicht von da oben? Ist die Erde so schön wie immer behauptet? Das war das letzte Ending. Hat doch. 1:10 habe ich jetzt aufgenommen. Scheiße. Uiuiui. Naja, das war Cyberpunk 2077. Es wird wahrscheinlich keine Folgen mehr geben, weil wir alles fertig haben. Höchstens werde ich nochmal reinschauen für DLCs, die ja schon angekündigt wurden. Weil, also, naja, zumindest kann man das so sagen, weil mit dem neuen Patch 1.2 wird, wenn du das erste Mal in die Optionen gehst, wird dir, gesagt, blablabla, wir möchten deine Daten sammeln, um für zukünftige Anpassungen und Erweiterungen das zu verbessern und so ein Kram. Ja. Ey, was geht? Na. Das wurde gesagt. Also, das hast du da als Info so bekommen gehabt. So. Deswegen glaube ich, dass es noch ein paar DLCs geben wird. Das wäre natürlich schön. Ein DLC, der mich interessieren würde, wäre halt ein Nomaden-DLC. Ja, dass du dich hier mit Panam entschieden hast und dann auf die andere Seite hier gehst. Also weg von Night City. Das wäre geil. Und zum Beispiel, was ist hier? Wir waren doch nie auf dieser Insel. Da waren wir noch nie. Deswegen, ich weiß gar nicht, was das hier überhaupt sein soll. Das könnte auch Teil eines DLCs sein. Oder hier hinten, hier ist auch noch so viel Platz. Also, hier gibt es noch unendlich viel Platz für DLCs. Deswegen hoffe ich, dass da was kommt. Ja, und wir reisen jetzt erstmal wieder ins Atrium. Ja, und haben uns alle schönen Endings angeguckt. Jetzt bedanke ich mich nochmal ganz herzlich fürs Zusehen und lange dabei sein bei Cyberpunk. Wir haben noch nicht alles gesammelt, das ist aber nicht schlimm. Das gehört für mich nicht zu den 100.000 Millionen Prozent dazu. Wir haben alle Quests erledigt, wir haben alle Orte entdeckt. Pipapo. Das geht jetzt nicht darum, dass wir alle Errungenschaften und Waffen haben. Hier, da fehlt eine. Da fehlt eine, da fehlt eine und da. 5 Waffen fehlen, die wir vielleicht auch schon im Inventar haben und ich sie nur noch nicht gecraftet habe. Ich kann sie auch gar nicht craften aktuell, weil ich kein Geld habe. 17.000, naja. Und ich werde dann wahrscheinlich offscreen versuchen, irgendwie noch an Sachen ranzukommen. Warum wir jetzt hier die Aldecaldo-Jacke haben, weiß ich nicht. Aber ich nehme sie gerne, weil die sieht cooler aus. Setz hier nochmal einen Crit rein. Die Crit-Chance entferne ich. Hier tue ich dann auch nochmal Crit rein. Und hier tue ich dann 2x Armadillo rein. So. Die Jacke finde ich ziemlich cool. Ja, bin ich zufrieden mit. Kann man sehen lassen. Wir haben aber nicht Pride. Ah doch, da ist Pride. Okay. Also man bekommt trotzdem alle legendären Sachen, die man brauchte, sage ich mal. So, wir speichern und zwar diesmal mit diesem Blick. So. Total Immortal. Ja, da habe ich das letzte Mal gespeichert. Das ist der
Save für dieses Ending. Wir werden aber neu laden, und zwar dieses Ending hier. Manueller Save. Muss ich gucken. 3 nicht. Es muss 2 sein. Da. Manueller Save 2. Das war die Geschichte mit Rogue. Wir sind Chefin vom Afterlife und Pima. Das war das. So, jetzt aber. Tschüss. Bis zum nächsten Let's Play oder bei Xenoblade oder bei irgendwas, was läuft. Ne? Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.